Ein wirklich starkes Team. Die Heimspiele der Lokhandballer werden präsentiert von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. Die Serie hält. Pirnas Handballer bleiben in der aktuellen Saison unbesiegt. Gegen die Reserve vom EHV Aue bejubelten Spieler und Fans einen ungefährdeten 31:24 Heimerfolg. Doch längst nicht alles lief an diesem Abend glatt, weiß einer, der seit 8 Jahren das Eisenbahner-Trikot trägt. Ja, erstmal war es ein ganz, ganz schweres Stück Arbeit, denke ich. Man hat das gesehen. Wir sind gut reingekommen in die Partie. Wir haben dann aber in der Abwehr einige Fehler gemacht. Dann haben wir sie wieder zu Toren eingeladen. Haben uns dann wieder gefangen, glücklicherweise in der zweiten Halbzeit. Haben es noch gewonnen. Aber sowas kann halt auch andersrum ausgehen. Ne? Gerade wenn du vorher einen Torhüter dann berühmt schießt. Und ja, dann kriegst du hinten eins nach dem anderen. Aber ich denke, wir sind jetzt gestanden genug jetzt und mit der Zeit. Und dass wir solche Spiele dann auch gewinnen am Ende. Robert Ulsch ist der Opa beim ESV Lok Pirna. Der älteste Spieler im Aufgebot schiebt in dieser Saison Extraschichten. Den Eisenbahnern fehlt es verletzungsbedingt an Kreisläufern. Und so muss der 35-Jährige häufiger als gewohnt vorn und hinten seinen Mann stehen. Es ist schon schwierig, denke ich, gerade so Abwehr vorne und Angriff. Abwehr hinten vorne Angriff zu spielen, ist nicht immer einfach. Wie gesagt, wir machen das Beste draus und bald kommen die Jungs wieder zurück hoffentlich und dann sieht das wieder anders aus. Trainer Duscha Milisevic schätzt den Fitnesszustand von Robert Ulsch und so darf der etatmäßige Kreisläufer auch gegen Aue rund 45 Minuten auf der Platte stehen. Defensiv machen Ulsch und seine Nebenleute ihre Sache gewohnt ordentlich. Die beste Abwehr der Liga lässt diesmal 24 Gegentore zu. Das junge Gästeteam aus Aue, ersatzgeschwächt, mit nur 8 Feldspielern angereist, hält lange Zeit gut mit. Auch weil es den Eisenbahnern hier und da an Konzentration fehlt. Zur Pause führen die Hausherren mit 16:12. Robert Ulsch macht seinen Job unaufgeregt, effektiv und absolut mannschaftsdienlich. Genau so, wie es sich der Trainer von seinen alten Hasen wünscht. Wenn wir jetzt über erfahrene Leute reden, Totto, Möbi oder Ulek, die drei, die machen das, die haben eine Art und Weise, wie die mit Jungschen auch reden und sowas. Und auch, wenn ich die Peitsche rausnehme, mal dort die Jungs einfach zu beruhigen und sowas, das machen die sehr gut. Im zweiten Spielabschnitt halten die Eisenbahner den Gegner auf Distanz. Was gut klappt, ist die zweite Welle. Da dürfen die jungen Wilden ran, ein Dominik Eckert beispielsweise, der gegen Aue 7-mal trifft. Bemerkenswert abgeklärt für einen 19-Jährigen, der ganz sicher auch von der positiven Stimmung profitiert. Aber ich habe mich riesig gefreut, dass ich heute mal rotieren kann, dass die alle so Spielzeiten kriegen, dass wir mal ein bisschen Leistungsträger und die Leute, die sehr viel die letzten 3-4 Spiele gespielt haben, einfach Pause kriegen können. Und das ist auf die lange Strecke so eine wichtige Sache. Der Heimsieg gegen Aue ist der 5. Erfolg im 6. Spiel. Nur wegen der leicht schlechteren Tordifferenz stehen die Eisenbahner hinter Köthen auf Tabellenplatz 2. 11:1 Punkte mausert sich die Lok etwa zu einem Anwärter auf den Drittliga-Aufstieg. Nee, ich denke, wir sind gut beraten, wenn wir von Spiel zu Spiel denken und gucken, was am Ende rauskommt. Ich bin nicht so einer, der jetzt sagt, ja, oder das Ziel Aufstieg ausgibt, weil ich denke, da müssen wir uns an einigen Stellen weit verbessern. Ich bitte alle Leute, Euphorie mal ein bisschen zu bremsen, weil das tut nie gut, auch die jungen Leute, wir haben ganz viele Jungschen. Für mich ist Entwicklung von diesen jungen Leuten ganz wichtig, wichtiger als irgendwo Erfolg. Ja klar, wir sind dort, wo wir sind, aber einfach Stück für Stück und Step by Step und mal gucken, was wir erreichen können. Die Lokfans können sich schon jetzt auf tolle Handballfeste im November freuen, denn nach dem Topspiel in Jena gibt es 3 aufeinanderfolgende Heimauftritte ihrer Lieblinge in der Sonnenstein Arena. Ein wirklich starkes Team. Die Heimspiele der Lokhandballer werden präsentiert von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden.